Da-dam-da-da, hier sollen sich einmal zwei das Ja-Wort für immer geben. Gemeint sind zwei Bergbahngesellschaften, möchten hier in diesem Gebiet Skigebiete zusammenschließen, nämlich das Ötztaler und das Spitztaler Gletscherskigebiet. Daraus soll das größte Gletscherskigebiet der Erde entstehen. Dazu wollen sie da unten im Tal eine große Liftstation machen mit Speicherdeich. Dort sollen drei Lifte ausgehen. Einer Richtung Bitztaler Gletscherskigebiet, einer über diese Felskante rüber zum Ötztaler Gletscherskigebiet und ein langer Lift hinunter ins Tal als Zubringerlift. Dort hinter dieser Felskante ist ein schöner Gletscher. Dort soll eine breite Skipiste gebaut werden, die hier herausläuft. Und auch hinter dieser Felskante soll eine Skipiste herausgebaut werden. Insgesamt sind es 64 Hektar, die man hier an Skipisten anlegen möchte. Mir blutet das Herz, wenn ich daran denke, wie die Seilbahnbetreiber hier schwerwiegend in die Natur eingreifen möchten. Gletscherehe nennen sie dieses Projekt. Meines Erachtens ist das ein bisschen beschönigend, denn wer möchte schon gegen eine Ehe sprechen? Meines Erachtens sollten sie dieses Projekt Gletscherverbauung nennen. Das würde der Realität mehr entsprechen. Ich finde es gut, dass es Skigebiete gibt, denn da können sich Einheimische und Urlauber freuen am Sport und an der Natur. Und ich denke auch gerade Lifte und Skipisten braucht es, um Touristen anzulocken, und das fördert die Tourismuswirtschaft. Ich denke mir, das ist prinzipiell gut. Ich möchte mich dafür einsetzen, dass es in unserem Gebiet noch viel unberührte Berglandschaft gibt. Denn gerade die unberührte Natur übt eine große Faszination auf uns Menschen aus. Und sie ist auch wichtig für einen nachhaltigen, sanften Tourismus. Die Erschließung und die Manipulation der Natur muss meines Erachtens dort eine Grenze haben, wo wir beginnen, die Erde auszubeuten. Dazu braucht es auch Mut zu sagen, es ist jetzt genug. Meines Erachtens geht es hier auch um einen Kampf gegen die Gier nach immer mehr Profit und für eine Erhaltung unserer Erde. Ein bisschen mehr Bescheidenheit würde uns allen gut tun. Auch Jesus ermutigt mich dazu, wenn er sagt, selig sind, die arm sind. Ich denke, wir könnten auch sagen, freuen dürfen sich alle, die es gelernt haben, maßvoll zu leben.